Bonjour, Monsieur, Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Willkommen zu dem Podcast, meine Damen und Herren. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieser Sendung ist Altfranzösisch. Und ich habe mir die beiden letzten Bücher, die ich für die Sendung brauche, vorerst gekauft. Das ist eine aus Deutschland. Ich möchte nämlich Bücher parallel lesen. Zack, ist eine Büchersendung, 1,20 Euro und es ist ein DTV-Atlas zur Weltgeschichte, Karten und chronologischer Abriss, Band 1 bis zur Französischen Revolution. Der ist schon was älter, aber der ist schön, da sind Karten drin. Antike, Rom, frühes Mittelalter, ich wollte ja in der Zeit zurückgehen, hohes Mittelalter, Spätmittelalter, Scholastik, Erfindung, Entdeckung, Afrika, Zeitenwende, Glaubensspaltung. Wir sind immer noch nicht bei 1650 angekommen. Zeitalter der Vernunft, Barock, der Barock 16 bis 1750 und danach kommt die Aufklärung. Es geht mit französischem Barock geht's los. Da kann man auch mal in Ruhe nachgucken, was da alles so steht. Es ist leider wahrscheinlich nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Zur Glaubensspaltung der Zeit davor gibt es jede Menge. Das heißt, wenn es an die Renaissance-Musik geht, die vor der Barockmusik stattgefunden hat, dann kann man da ruhig mal reingucken. Ja, schön, dass ich das gekriegt habe. Das ist ein Päckchen aus Lannée, chapitre.com, Le Plessis, 72-320 Lannée, Mr. Chardino, Allemagne. La France de la Renaissance, Histoire et Dictionnaire. Ist ein bisschen abgegriffen, so muss das auch sein. Franzosen tun gerne so, als ob sie Bücher lesen wollen. Kann man auch mal reingucken. Saint-Michel ist es ist zum Beispiel hier mit drin. Saint-Michel. Ordre de Saint-Michel, fondé par Louis XI, le 1er août 1469, l'Ordre de Saint-Michel et ainsi appel. Ja. Vielleicht gibt es da ja späte Renaissance-Musik zu. Hier bitte, das ist das andere. So, da wollte ich jetzt erstmal nicht angucken, sondern hier in diesen DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Es wird eh eine etwas kürzere Folge.
Der Klappentext. Guichard. Une siècle siplant de lumière, c'est ainsi que Rabelais qualifie son époque, les contemporains de la Renaissance, étiquette qui a été collée à cette période par l'historiographie du oh, 19e siècle, on crut à l'avènement d'un nouvel âge d'or. Il allait faire disparaître définitivement l'ignorance et triompher des ténèbres gothiques du Moyen Âge. La France, appelée l'Italie, participe à ces bouleversements. Elle s'ouvre à la révolution de l'imprimé. Elle s'ouvre à la révolution de l'imprimé. Les guerres de l'Italie resteront. Ich habe schon mal erzählt, dass Saatgut nach Solingen geliefert worden ist, vielleicht so. Elle s'ouvre à la révolution de l'imprimé. La guerre de l'Italie resserre les liens entre les lettres et les artistes de part et d'autre des Alpes. Les noms de Ronsard et du Bellay, littérature de Philibert Delorme et Jean Goujon en architecture et sculpture, de Clément Jeannequin en musique. Kann man sich schon mal merken, den Namen Clément Jeannequin en musique. D'Ambroise Paré et Jean Fernel en médecine, attestant l'éclat de la culture française protégée par un grand roi, François Ier. C'est aussi un temps d'affermissement du pouvoir royal, d'essor démographique et dynamisme des échanges. Hat sich soweit aufgelöst. Mais le sentiment de renouveau ne touche qu'une frange de la population, paysans, artisans et pauvres, voient les travaux et les jours de jour se Et les jours se succédèrent sans changement notable. L'embranlement du vieil édifice des idées et des mœurs suscite bien des inquiétudes dans les soupçons de l'hérésie, avec la diffusion des doctrines de Luther puis de Calvin. Also, Luther hatte mehr Doctrine als Calvin. Les premiers bûchers s'allument, prélude aux guerres civiles. Ce volume offre d'abord une synthèse des connaissances que nous avons acquises de cette période, de la politique à l'économie, de la littérature à l'architecture, de l'art à la religion. Aucun domaine n'est négligé. Un dictionnaire de plus de 400 articles propose des biographies, des aperçus sur des notions de droit, briquet en ablissement, briquet terminé, des questions scientifiques, en briquet astrologie, mathématiques, briquet terminé ou religieuse, en briquet athéisme, indulgence, briquet terminé, etc. Encensé dans une table méthodique des entrées. Also, ein schöner Klappentext. Zur Übersetzung brauche ich ein einsprachiges Wörterbuch, das ist bei mir unten im Keller. Ich wollte erstmal mich so wieder ein bisschen an die Sprache gewöhnen.
Grand Prix en Italie. Also es ist in Italien gedruckt worden. Ist ein Geschichtsbuch, ein geschichtliches Dictionary, ein geschichtliches Boah, Lexikon. So, jetzt habe ich es wieder. Es gibt so wenig Lexika auf Deutsch. Also ein geschichtliches Lexikon, das in Italien gedruckt worden ist. Und der Verlag ist aus Paris. Und das Ding hat sogar eine Nummer. Ist aber kein Verlag, wo man das vorlesen muss. So, sehr schön. So, wir waren hier. Ich wollte mal gucken, was hier zum Thema. Zeitenwende, Humanismus, Zeitenwende, Renaissance. Luther, Zwingli. Ganz viel zur Glaubensspaltung drin, kann man auch mal gucken. Zeitalter der Vernunft, Barock. Das ist ziemlich klein geschrieben. Zeitalter der Vernunft, Barock. Der Barock. Als höfische Stilepoche repräsentiert der Barock Barocco, unregelmäßige Perlen in Klammern, das Lebensgefühl der Gegenreformation und des Absolutismus. Löst organisch die Renaissance ab, geht wie diese von Italien, in Klammern Michelangelo, Klammer zu, aus, verbreitet sich zunächst im katholischen Süden, auch in den Niederlanden. Da gibt es Barockmalerei. Die wird an Seite 245 vorgestellt und entwickelt sich zum ersten Weltstil. Die Kunst findet ihren Typ, Ausdruck in kirchlichen oder die Kunst findet ihren typischen Ausdruck in kirchlichen und fürstlichen Bauten. Architektur. Sie erstrebt in Verbindung mit Plastik und Malerei den großen Stil. Durch malerische Formen, schwungvolle Massigkeit und dekorativen Schmuck bis zur Überladenheit. Im Kirchenbau, in Klammern Vorbild, Il Gesù in Rom, 1885, Klammer zu, vereinigen sich Zentral- und Kuppelbau auf oval betontem Grundriss mit schwingendem Hauptraum in lichten Farben, in Klammern Weiß und Gold, Deckenmalerei, Skulpturen, Schmuck, Ornamente, gedrehte Säulengruppen. Ähnliche Elemente zeigt das von geometrischen Parks umrahmte Schloss. In Klammern Vorbild Versailles ist auf der Seite 261 ein bisschen später hier aufgeführt. Geschmückter Mittelbau mit Treppenhaus, Seitenflügel und Galerien. Erhöhte Eckpavillons. Die Residenzstadt wird auf das Schloss ausgerichtet. Das sieht man zum Beispiel in Karlsruhe. In Italien führen als Architekten Borromini 1599 bis 1667 und Bernini 1598 bis 1680 in Franken die Familie Dientzenhofer und Balthasar Neumann. 1687 bis 1753 Baumeister der Fürstenbischöfe von Schönbrunn.
In Bayern wirken die Gebrüder Asam, in Westfalen Schlaum, in Sachsen Bär. Jones und Wren vertreten in England den strengeren Palladianismus. Musik. In Italien wandelt sich der musikalische Stil durch Zusammenfassung alter bzw. Erfindungen neuer Formen, in Klammern Fuge, Suite, Kantate, Concerto, Grosso, Sonate, Klammer zu. Die Monodie setzt sich gegen die polyphone Komposition, in Klammern Kontrapunkt, durch die Kirchentöne reduzieren. Die Kirchentöne reduzieren sich auf Dur- und Molltonarten mit Betonungen der Melodie und Harmonie, in Klammern Generalbass. Frescobaldi, gestorben 1643. Corelli, 1653 bis 1713, Vivaldi, 1680 bis 1743, bilden die Ars Nuova aus Orgel, Vokal und Instrumentalmusik. Von Porzel in England eingeführt. Als lyrisch-epische Tonschöpfung entsteht das religiöse Oratorium. Monteverdi 1767 bis 1743, Cavelli und Scarlatti entwickeln aus dramatischen, rezitativ und lyrischen Arien die Oper. Durch italienische Kapellmeister kommt sie an europäische Fürstenhöfe. Lully begründet die heroische Rameau, die natürlich französische Oper. Vorbereitet durch Schütz und Buxtehude erreicht die deutsche Musik ihren ersten Gipfel mit dem Leipziger Thomaskantor Johann Sebastian Bach 1685 bis 1750, Georg Friedrich Händel 1685 bis 1749, wirkt ab 1712 in England. Seit 1750 wird Wien Mittelpunkt der klassischen Periode. Und danach kommt Klassik. So, das wäre es erstmal aus DTV Anlass zur Weltgeschichte. So, ich habe noch ein zweites Buch rausgepackt. Das ist La France de la Renaissance. Das ist das hier. Und ja, das war es auch schon für heute. Tschüss.